Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Wir schauen uns heute 9 Jobs an, die in einer KI-Welt sicher sind. Der erste Beruf auf unserer Liste ist der des Sozialarbeiters. Während ihrer beruflichen Laufbahn haben Sozialarbeiter mit verschiedenen komplizierten Situationen zu tun, z.B. mit der Unterstützung von Kindern oder Familien mit häuslichen Konflikten. Bei der Bewältigung solch heikler Angelegenheiten müssen sie viele Dinge berücksichtigen, z.B. Beziehungen in der Familie und kulturelle Hintergründe. Ja. Also alle, kann man generell, glaube ich, sagen, Berufe, wo man zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen muss, ist in einer KI-Welt auf jeden Fall sicher. Ähnlich wie die Sozialdienste ist auch die Psychologie ein Bereich, der wahrscheinlich nicht durch KI ersetzt Therapie werden kann. Therapie etc. Menschliche Emotionen sind komplex, persönlich und situationsabhängig. Nehmen wir zum Beispiel Glück. Der eine freut sich vielleicht, in ein Flugzeug zu steigen und zu verreisen, während der andere sich vor der Reise fürchtet. Es gibt also kein richtig oder falsch, wenn es darum geht, was man fühlt oder wann man es fühlt. Doch trotz dieser subjektiven Faktoren helfen Psychologen allen Menschen, die ihre Hilfe in Anspruch nehmen, Einblicke in ihre Gedanken und ihr Verhalten zu gewinnen. Ich glaube aber, dass gerade sowas, wo man ja einen Menschen eigentlich von den inneren Gefühlen, Ängsten, Emotionen lesen muss, dass sowas eventuell doch über eine KI klappen könnte, weil es ja einfach nur Ansätze sind, die auch ein normaler Therapeut dann bei einem normalen Menschen irgendwie anwendet. Ob das jetzt eine Expositionstherapie ist oder ob das die Anwendung von Atemtechniken ist oder Konfrontieren mit Ängsten beispielsweise. Also da gibt es ja psychologische Ansätze, die einfach auch den Büchern nach die Therapeuten befolgen. Deswegen, ich glaube, bei sowas schon eher als bei der sozialen Arbeit, dass auch hier eventuell eine KI das Ganze ablösen könnte. Alles, was ich bisher erwähnt habe, lässt sich auch auf das Gesundheitswesen und die Physiotherapie übertragen. Die Gesundheitsbranche nutzt bereits einige KI-gestützte Tools zur Diagnose und Verschreibung von Medikamenten. Ja, aber wenn man jetzt Gesundheitsbranche nimmt, denke ich halt direkt an Ärzte und gerade da kann man doch auch mit Maschinen extrem genau arbeiten. Also ich meine, gut, das wird wahrscheinlich eh wie alles in der Zukunft Hand in Hand funktionieren. Bei jedem Job ist eine KI sinnvoll und wird das Ganze verbessern. Bei ein paar Jobs zu 99%, bei anderen zu 100%, bei ein paar auch nur zu 10%. Aber gerade in der Medizin, glaube ich, kann das schon ordentlich helfen. Diese Technologien sind jedoch noch nicht weit genug fortgeschritten, um das Gesundheitspersonal vollständig zu ersetzen. Ja, meine ich ja. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal benötigt das Gesundheitspersonal ein hohes Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten, um richtig auf die Patienten einzugehen. KI wird es nicht schaffen, auf ihre Sorgen einzugehen und ihnen die emotionale Unterstützung zu geben, die sie brauchen könnten. Zweitens, der menschliche Körper ist komplex. Glauben Sie, jede Diagnose muss eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, etwa die Krankengeschichte oder das Verhalten des Patienten. Ja, gut. Aber Krankengeschichte und Patientenverhalten, das kann man ja alles auch von der KI lernen lassen. Also auch das, was da als erstes gesagt wurde, der menschliche Körper ist komplex. Na gut, das spricht halt eher auch für eine KI. Also KI steht ja für künstliche Intelligenz, also dass Maschinen, Roboter, keine Ahnung, irgendwelche programmierten Hilfstools, Arme etc. dann operieren an einem Menschen und so. Das ist schon, ich weiß nicht, ich würde mich jetzt auch nicht nur von einer Maschine operieren lassen, aber die Chance auf Fehler ist natürlich deutlich höher bei einem Menschen. Man sagt nicht umsonst, dass der Lehrerberuf ein edler Beruf ist. Heutzutage nutzen viele Menschen das Internet, um sich zu informieren oder Online-Kurse zu besuchen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Das bedeutet aber nicht, dass Lehrer durch KI ersetzt werden, denn Unterrichten bedeutet nicht nur, den Schülern die notwendigen Informationen zu vermitteln. Jeder Schüler kann einen anderen Lernstil haben. So lernt der eine vielleicht am besten mit visuellen Beispielen, während ein anderer die Informationen besser durch praktische Experimente begreift. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht hier pro KI sein die ganze Zeit, aber hinsichtlich Lehrpläne kann eine KI einem etwas deutlich besser beibringen. Weil wenn man einfach seine bisherigen Noten beispielsweise, wenn man in die 8. Klasse geht und man schreibt dann, wenn man KI-Unterricht hat, beispielsweise jeder hat ein iPad vor sich, man trifft sich zusammen in einem Raum, jeder hat Kopfhörer drin und man tippt in das iPad seine bisherigen Noten ein aus den kompletten 7 Jahren davor, schreibt rein, was man bisher für Noten hatte in diesem Fach, ob man das kennt, das kennt, das kennt, macht so ein paar Probeaufgaben, dann weiß die KI ganz genau auf jeden einzelnen Schüler, ey, okay, hier hast du bisher
bist du bei so 40 von 100%, hier bist du bei 80 von 100%, hier weißt du alles, da müssen wir gar nicht mehr nacharbeiten. Ein Lehrer kann sich halt nicht auf jeden einzelnen Schüler konzentrieren, sondern hat eine Klasse bestehend aus 25 bis 30 Leuten. Also ich glaube auch, dass hier die KI einem deutlich mehr bringen würde und einen persönlich weiterbringt, was jetzt das Lernen und Bildungsverhalten angeht. Allerdings ist halt, und das ist das Einzige, was man wirklich sagen kann, keine zwischenmenschliche Ebene vorhanden. Das heißt, man baut kein Vertrauen auf zum Lehrer, man hat vielleicht auch nicht die Motivation. Ach, es ist ein zweischneidiges Schwert. Obwohl KI bereits für einige juristische Aufgaben eingesetzt wurde, werden Sie vielleicht erleichtert sein zu hören, dass Anwälte nicht in absehbarer Zeit durch sie ersetzt werden. Okay. Einer der wichtigsten Gründe, warum Sie Ihren Platz am Gericht nicht an einen Roboter verlieren werden, ist, dass juristische Berufe ein hohes Maß an kritischem Denken und Kreativität erfordern. Okay. Juristen analysieren komplexe Rechtsfragen und geben ihren Rat auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren, zu denen auch moralische Erwägungen und rechtliche Präzedenzfälle gehören. Ja. Und vor Gericht können nur Anwälte überzeugende und detaillierte Argumente vorbringen, da sie menschliche Probleme besser verstehen. Ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass da so ein Richter sitzt in so einem Gerichtssaal und dann kommen so zwei Roboter an und sagen, ja, das sind meine Gründe, das sind meine. Und dann sagt der Richter so, ja, okay, du hast die besseren Gründe. Oder dass der Richter vielleicht auch sogar noch ein Roboter wäre, weil dann wird es nur noch entschieden nach, wer hat mehr Punkte gemacht. Also wer hat die besseren Präzedenzfälle gefunden, um irgendwie ein Verfahren hier zu vergleichen mit irgendeiner Sache, die es schon mal gab. Wer hat vielleicht einen besseren Ansatz gefunden? Wer hat die schlagkräftigeren Beweise? So, das sind alles Sachen, klar, die spielen mit in so eine Bewertung und gerade in Amerika, wenn du das zum Beispiel irgendwie von einer Jury machst, spielt das halt damit rein. Aber schlussendlich muss man auch immer von Fall zu Fall unterschiedlich entscheiden. Und man sieht ja auch einem Menschen an, ey, bereut er eine Tat, macht er dies, macht er das, kommt natürlich auch auf die Tat an. Also ich glaube gerade, dass so komplexe Berufsfelder, wo es jetzt nicht darum geht, ey, ein Flugzeug muss starten, wenn Komplikationen auftreten, weiß eine Maschine genau das wird passieren und dann wieder landen. Ich glaube, bei einem Flug ist ja eh schon 90% macht ein Computer, also macht der Autopilot. Aber gerade bei diesen Sachen, wo irgendwas Menschliches mit drin ist, da braucht man immer einen Menschen dahinter. Künstler, Musiker und alle Arten von kreativen Berufen erfordern Originalität, Vorstellungskraft und die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen. Mhm. Kreativschaffende müssen ein tiefes Verständnis für menschliche Emotionen und die Kultur mitbringen. Ja. Sie dürfen auch keine Angst davor haben, tief in ihre Gedanken einzutauchen. Nur so kann ein Musiker sinnvolle Werke schaffen, die von Millionen gestreamt werden. Ja, also generell alle künstlerischen Berufe, egal ob das jetzt ein Musiker ist, ein Schauspieler, ein Maler, ein Künstler generell, ein Bildhauer, was weiß ich, oder auch YouTuber oder Podcaster oder keine Ahnung was. Das sind alles Sachen, also ich meine, ihr könnt es ja mal selber beurteilen. Würdet ihr einen YouTuber schauen, der nicht so wie ich jetzt irgendwie ein Mensch ist oder irgendwie, keine Ahnung, wo eine normale Stimme hintersteckt oder der muss sich ja nicht mal zeigen, aber kommentieren oder was weiß ich was. Oder würdet ihr euch eher eine Person anschauen, die einfach ein Roboter ist? Jeden Tag haut die Person dann irgendwie 20 Videos raus, man hat ganz viele Sachen anzugucken, sind krasse Ideen dabei, aber es ist ein Roboter. Da fühlt man sich überhaupt nicht verbunden. Genauso würde ich jetzt auch nicht Musik anhören von irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ein Roboter so eine perfekte Stimme entwickelt, was irgendwie eine Mischung ist aus Post Malone, dann Leuten, die tot sind, beispielsweise Mac Miller, Pop Smoke, Tupac und dann auch gemischt irgendwie mit einer anderen Roboterfrau, die so eine Mischung ist aus Mariah Carey und Amy Winehouse und dann singen die ein krasses Lied zusammen, was aber nur durch einen Computer erstellt wurde, da fühlt man sich nicht hingezogen, das würde ich mir niemals anhören. Nun, das ist ziemlich offensichtlich, wenn Sie mich fragen. KI-Modelle sind nicht plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht. Sie sind das Ergebnis der Arbeit vieler natürlich intelligenter, verstehen Sie, Software-Ingenieure. Oder anders ausgedrückt, KI-Modelle haben auch Eltern. Es gibt keine Garantie dafür, dass ein KI-Programm reibungslos funktioniert. Es wäre nicht falsch anzunehmen, dass es Probleme geben könnte. Software-Ingenieure sorgen dafür, dass solche Fehler behoben werden und die Software entsprechend den Anforderungen aktualisiert wird. Ja gut, aber wenn du eine KI entwickelst, müsste die KI eigentlich sich auch selbst reparieren können. Der Sinn von einer KI ist ja, also das ist ja eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz. Und das heißt halt, wenn eine Sache ein Roboter Intelligenz ist, also eine KI, also eine künstliche Intelligenz, lernt die Intelligenz, also der Roboter ja, anhand von Fehlern und entwickelt sich weiter. Deswegen glaube ich, dass gerade solche Programmierungsberufe echt nicht safe sind. Sie sind oft auf die eine oder andere Weise voreingenommen und können falsche Informationen melden. Aber jede Art von voreingenommenem Kommentar oder Handlung kann in einem Unternehmen verheerende Folgen haben.
Die Mitarbeiter der Personalabteilung hingegen müssen sicherstellen, dass die Prozesse am Arbeitsplatz effektiv funktionieren, um Vorurteile und Diskriminierung zu verhindern. Mhm. Aber das ist noch nicht alles. Die Mitarbeiter der Personalabteilung vermitteln auch bei Konflikten und bearbeiten Beschwerden am Arbeitsplatz. Ja, gut. Also ja, wie gesagt, alles, was zwischenmenschlich ist, muss durch einen Menschen erfolgen. Klar, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Aber das, was vorhin gesagt wurde, ja, Diskriminierung und bla bla, gerade dafür sind doch Roboter eigentlich gut. Gerade dafür, weil ein Roboter einen Menschen nicht bewertet nach Hautfarbe, Herkunft, Ethik, Hintergründe, was weiß ich was, sondern einfach nur anhand dessen, was die Person für Qualifikationen mitbringt. Und das ist doch viel besser, wenn das durch einen Roboter entschieden wird, als durch irgendwelche reichen, alten, weißen Männer, die sich denken, ey, ich will jetzt keine andersfarbigen einstellen, ich möchte keine Frauen einstellen, keine Ahnung, was es da alles für Skandale gab in letzter Zeit bei einigen großen Unternehmen. Also gerade dafür wären ja Roboter gut. Aber gut, okay, anscheinend habe ich hier bei einigen Punkten wirklich eine andere Ansicht. Ich glaube schon, dass die KI uns deutlich krass weiterhelfen wird in Zukunft, aber natürlich gibt es auch immer noch Jobs, die davon nicht betroffen sein werden. So oder so finde ich, dass jeder Job etwas von der KI lernen kann und sich das Ganze zunutze machen kann. Aber gut, ich habe lange genug gequatscht heute, war mal wieder so ein kleines, etwas vielleicht auch kontroverseres Video. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen hoch unter dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich trinke jetzt diesen komischen Shake hier aus. Es ist irgendwie so eine Bananen-Avocado-Scheiße.